Vor etwa einem Jahr ereilte uns wirklich eine sehr traurige Nachricht. Der Vater von Casey Rebel ist von uns gegangen, meine lieben Freunde. Es war wirklich ein Schock für die ganze Rap-Szene. Auch ich sage mein herzliches Beileid an Casey Rebel. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Aus Respekt würde ich ganz gerne 5 Sekunden eine kleine Schweigeminute einstellen, meine lieben Freunde. Vielen Dank. In dem Track Hasso, der wirklich sehr emotional gewesen ist und auch wirklich einer der heftigsten Tracks ist meiner Meinung nach, gab es eine bestimmte Line, und zwar sagte er in dieser Line, er würde noch den letzten Wunsch seines Vaters erfüllen, meine lieben Freunde. Er hat seinem Vater eine wunderschöne Villa bauen lassen, mitten in dem Dorf, wo sie früher gelebt haben. Nach eigenen Angaben wird Casey Rebel diese Villa selber beziehen, also es ist zum Teil eine kleine Roomtour. Also besser gesagt, eine Villa-Tour, eine Room ist es ja nicht. Also ihr könnt euch das auf jeden Fall jetzt gerne reinziehen, meine lieben Freunde. Achtet auf jeden Fall auf das schönste Symbol, den Namen von seinem Vater vorne reingraviert. Wirklich klasse. So, frisch aus dem Bett. Heute geht's weiter nach Mersin. Es waren 2 wunderschöne, erholsame Wochen hier bei mir in der Heimat im Dorf. Aber jetzt geht die Reise weiter. Für jeden, der meine Instagram Stories checkt. Ich bin nicht nur zum Essen und Trinken hergekommen oder zur Erholung, sondern es gab auch eine gewisse Herzensangelegenheit, die ich hier abgearbeitet habe und von der werde ich euch jetzt erzählen. Für jeden, der meine Geschichte so ein bisschen mitverfolgen will. Ich habe am Anfang angefangen, Musik zu machen, aus Hobby. Aus Hobby wurde irgendwann Ernst, aus Ernst wurde Beruf, aus Beruf wurde irgendwann Karriere und mittlerweile ist es für mich mehr als eine Karriere, sondern es ist für mich eine Geschichte, die ich euch zu erzählen habe und jeder, der diese Geschichte nachvollziehen möchte, kann mir jetzt zuhören. Wie ihr wisst, ist mein Vater letztes Jahr verstorben, im Oktober. Viele von euch haben es mitbekommen, weil ich habe es in meiner Musik auch thematisiert. Möge seine Seele im Frieden ruhen, möge er die höchste Stufe im Paradies erlangen, inshallah. Er liegt hier im Dorf, also im Friedhof vom Dorf liegt er begraben, weil es war eins seiner Wünsche. Und allein das ist der Grund, warum ich auch hier sehr oft bin. Ich war in den letzten 12 Monaten, war ich alleine 2 Monate oder so hier. Ich verbringe hier viel Zeit. Und ja, es ist nicht der einzige Wunsch gewesen. Er hat auch noch einen anderen sehr großen Wunsch gehabt, den ich jetzt hier mit meiner Familie zusammen verwirklicht habe. Er wollte immer ein Haus im Dorf haben und genau das haben wir gemacht und dieses Haus, hier befinde ich mich gerade, hier bleibe ich gerade, hier bin ich mit meiner Familie und das ist zu 95% fertig. Diese eine Textzeile aus dem Song Hasso, wo ich sage, keine Sorge Baba, wir erfüllen dir auch diesen letzten Traum, ergibt somit jetzt komplett Sinn, also nicht die ergibt jetzt komplett Sinn, aber jetzt haben wir das verwirklicht, diesen letzten Traum, den haben wir jetzt verwirklicht. Ich habe es Dezember letzten Jahres habe ich es gerappt und jetzt ist das Haus zu 95% fertig. Ich werde auch gleich eine kleine Roomtour machen. Ich werde euch zeigen, was wir hier gemacht haben. Ja, ich bin mega stolz drauf und für mich ist das wie so ein Punktzeichen in dieser ganzen Geschichte. Für jeden, der meine Story, wie gesagt, mitverfolgt und meine Geschichte verstehen möchte, er wird es jetzt verstehen und für den wird es jetzt Sinn ergeben. Weil man denkt halt oft, was rappt der Künstler da gerade, was meint er gerade. Manchmal versteht man es nicht 100% und ich hoffe, jetzt ergibt es auch für euch einen Sinn. Ja, ich zeige euch jetzt das Haus. So, jetzt bin ich runtergekommen. So sieht's aus in der Umgebung. Und das ist das Anwesen, von dem ich euch erzählt habe. Also wir sind bei 95% circa. Es ist noch nicht fertig. Hier fehlt zum Beispiel noch das Tor. Hier fehlt die Tür. Hier in der ganzen Umrandung wird noch einiges gemacht. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich davor stehe. Worauf ich sehr, sehr stolz bin, ist Hasan Kürsteci, der Name meines Vaters, als Andenken. Ja. Garagentor. Sesam, öffne dich. Sesam, mach ein bisschen schneller. Garage ist noch nicht ganz fertig ausgebaut.
wie gesagt, 95%. Aber wie gesagt, fehlt halt nicht mehr viel. Hier hinten, hier kommt noch Badezimmer und Toilette hin. Hier hinten kommt noch eine Billard-Ecke, ein Kickertisch, Playstation-Ecke, Chill-Area und so weiter und so fort. Hier sind wir schon im Eingang, aber vor dem Eingang, draußen noch, befindet sich das erste Gästezimmer mit Küche, Badezimmer, Regendusche, alles drum und dran, Schrankbank, dies, das. Hier fehlt noch Mobiliar, zum Beispiel ein Bett, eine Couch und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir hoch. Jetzt geht's hoch in die erste Etage, in den Wohnbereich. Hier geht's hoch zur dritten Etage, zur oberen Etage. So sieht's aus im Eingangsflur. Die Küche. Die Küchenterrasse. Auch gleichzeitig Wohnzimmerterrasse. Hier kommt noch ein Grill hin. Also unten war noch eine halbe Baustelle, aber hier sieht schon relativ gemütlich aus. Auch noch nicht komplett fertig, aber wie gesagt, 95%. Das ist das Wohnzimmer mit Kamin. Alles voll klimatisiert natürlich. Und jetzt geht's weiter in die Räumlichkeiten. Hier ist ein Gästebadezimmer. So. Hier geht's weiter in den ersten Raum. Auch mit eigenem Badezimmer. Überall Regendusche. Alle Räume haben ein eigenes Badezimmer. Beste Marmor. Noch ein Zimmer. Noch ein Badezimmer. Alles klimatisiert. Balkon. Und noch ein Zimmer. Hier habe ich die ganze Zeit gepennt. Ja, auch mit Badezimmer. So, das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Noch ausführlicher geht es nicht. Ich gehe jetzt nochmal in die dritte Etage. Ziehe mich vorher kurz aus. Es ist arschwarm. Und dann zeige ich euch nochmal kurz die obere Etage und dann war's das. Die obere Etage und das ist meine Aussicht. Choban Lifestyle. Also ich liebe diese Aussicht. Ungelogen, wirklich. Hier ist noch ein Raum mit Badezimmer. Hier ist ein Riesengrill. Auch noch nicht ganz fertig. Da hinten entsteht gerade eine Lounge-Ecke. Natürlich nur Hasso. Und das ist der Pool. Mit Aussicht im Hintergrund. So, das war ein Video über Casey Rebel. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen sehr schönen Tag, meine lieben Freunde. Bleibt auf jeden Fall gesund. Checkt euch hin und wieder mal ab. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Peace and out.